Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Und ich habe den falschen Schlussfolgerung gezogen. Die Mexikaner waren es wohl nicht und der Zug ist wohl auch nicht verschüttet worden. Nee, ich habe keine Ahnung. Also eins von den beiden oder beides ist vielleicht falsch. Und ich klicke jetzt einfach mal auf anderes Ende. Wollen Sie die Schlussfolgerung wirklich ändern? Das Spiel wird dabei an den Punkt zurückgesetzt, an dem Sie die moralische Entscheidung gefällt haben. Ja. Und wir überlegen einfach jetzt mal was anderes. Vielleicht haben die den Zug versenkt? Ich habe keine Ahnung. Was können die denn gemacht haben? Nee, Moment, falscher Knopf. B. Was können die denn gemacht haben? Was kann denn richtig gewesen sein? Vielleicht haben die Mexikaner den Zug doch irgendwie... Also wir wissen ja jetzt, so im Nachhinein, dass der Typ aus Doncaster auf jeden Fall, also der hier, der auf jeden Fall geschmiert war. Und das heißt doch eigentlich im Klartext, dass dieser Zug nie in Doncaster ankam. Und das wäre doch, Moment, das wäre doch da. Und das würde doch bedeuten, dass dieser Zug da schon weg gewesen sein muss. Und nicht erst hier. Weil der Typ hat dem ja offensichtlich irgendwie Bescheid gesagt, ne? Das heißt, im Grunde kam man ihn in Chesterfield an. Er ist aber zum Steinbruch. So, und dann kann nicht gesunken sein. Doch, der ist gesunken. Und... ich sag mal so, die haben einfach Sabotage gemacht, die Mexikaner. So, und dann war der Typ einfach nur betrunken. Und er wurde versenkt und es waren trotzdem die Mexikaner. Und er kam nie in Doncaster an. Ja gut, das war ja kurz vor Doncaster, ne? Naja gut, der muss ja trotzdem geschmiert worden sein. Also haben die den versenkt. Mitsamt der Wagen. Ach, und das könnte dann... Aber... Naja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, diese Kombination hier. Aber gut, wir versuchen es mal so. Weil ich glaube schon, dass die Mexikaner schuld sind. Und ich glaube immer noch, dass es eine Sache der Politik sein soll. So. Das müsste ja jetzt im Grunde eigentlich genau das gleiche Ende sein, oder? Eigentlich. Nur, dass der halt nicht in der Mine ist. Und dass die Mexikaner quasi aus Frackigkeit die Mine gesprengt haben. Oh, das war doch Robinson. Der mit den Mexikanern gemeint. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process. And possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry. Along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait.
He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Okay. Well, the case is solved and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Kann man das irgendwie überspringen? In a manner of the police. Ah, okay, man kann es überspringen. Yes, by extreme good for. Weil das ist genau das Gleiche. So, und jetzt kommt die Szene mit dem Mexikaner. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! So, jetzt schießen wir ihm schnell die Waffe aus der Hand. Weil das ist immer noch die gleiche Entscheidung von mir. Ich schieße noch nicht einfach in den Kopf. Wer bin ich denn? Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Blah, blah, blah. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. So, war das denn jetzt richtig? Okay, die haben also offensichtlich den Zug versenkt und nicht ein... Okay, gut, wissen wir das jetzt auch? Ja, ich bestätige jetzt die Entscheidung. Ja, ja. Okay. Ich bin dann also einer von nicht 66 Leuten, der das als erstes herausgefunden hat. Ich hätte jetzt eigentlich quasi andere Entscheidungen nehmen müssen, weil das war ja meine erste, ne? Okay, werden wir in der Zukunft machen. Wenn ich mich falsch entscheide, werde ich nochmal neu das so mich falsch entscheiden, dass ich dann auch wirklich hier so ein Ergebnis habe, was auch wirklich stimmt. Aber ich meine, im Grunde wusste ich ja schon, wer der Mörder ist. Ne? Nur was sie genau gemacht haben, das war halt nicht so richtig. Okay, und der nächste Fall fängt direkt an. Den gucken wir uns jetzt noch an. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch ein bisschen rumzugucken. Und dann schauen wir mal, was uns das jetzt hier bringt. Ich bin gespannt. Ja, so. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Drogen. Okay, er hat Pupillen. The pupil is dilated. Ja, kann ich hier noch irgendwie irgendwas... The pupil is dilated. Ja, das habe ich schon gesehen. Ach so. The temperature appears to be normal. Okay. Er hat... I need to concentrate and count the heartbeats. Messen Sie den Puls, indem Sie 10 Sekunden lang die Herzschläge zählen. I need to concentrate and count the heartbeats. Ach so, ich muss Okay. I need to concentrate and count the heartbeats. Muss ich klicken oder was? So? A weak pulse, around 50 beats per minute. Okay. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please.
Yes, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. But hello? Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Ach, die. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. White Star Line? I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Ach so. Also der andere war uninteressant, der mit den zwei nackten Typen im Boot. Okay. Gut. Ja. Dann gehen wir jetzt zu einer Therme. Gut, machen wir das mal. Fetch your coat müssen wir uns auch irgendwie anziehen. Wir können ja hier mal gucken. So, nehmen. Einen Brief nehmen. Achso, das ist schon wieder. The Times. Die Macht des britischen Weltreiches wird mit jedem Tag, der vergeht, größer. Seit gestern dient nun auch das mexikanische Kaka-Konsortium unserer Nation. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur für London und ganz England äußerst profitabel, sondern kann auch als großer Erfolg unserer bewundernswerten diplomatischen und politischen Vertreter gewertet werden. Weitere Nachrichten. Ein Zug ist auf der Fahrt nach Evesham unter mysteriösen Umständen plötzlich spurlos verschwunden. Okay. Gut. Ja. Achso, ich muss erstmal hier wieder... Wie war denn das noch? Wie macht man nochmal hier... Moment. Visualisierung, Notfalltabelle, Perspektive wechseln. R. Dankeschön. Sonst wird. Oh, hallo, Tobi! On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. On you? Auf dem Sofa, ja? Okay. So, wenn wir hier durchgucken. Ach, Sherlock, du hast komische Vorlieben. Echt, echt mal. So, okay, also wir sollen gehen? Oh, eine Karte. A map of London and the surrounding area. It could be useful. A map of London okay. And the surrounding area. It could be useful. Dann gehen wir jetzt. Wir gehen in die Thermen von Strand Lane. Und gucken dann mal, was es da für einen Mord gab, ohne offensichtliche Mordwaffe. Was ja wohl das Problem irgendwie ist. Aber wir sind schlau. Wir kriegen das hin. Und wir haben noch nicht so viel zu lesen. Deswegen müssen wir jetzt einfach warten, bis wir hier weitermachen können. Fortfahren. Okay. So. Hallo? Ich dachte, wir könnten fortfahren. Ah, da. Okay. Wie hübsch. What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Okay. Gibt es Verdächtige? Are you able to identify the men who are with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin,
A lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Okay, gut. Die Tatwaffe kannte man nicht, hast du gesagt? You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Okay. Und gibt es sonst noch welche Zeugen? Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Okay. Können wir sonst noch Any was mit... progress, Mr. Holmes? Nee, natürlich nicht. Ich habe doch gerade erst mit dir geredet. So, dann gehen wir mal zu diesem Mr. Phillips. Ach, nee, das ist er ja gar nicht. Mr. Holmes. Da, das ist Mr. Phillips. Guten Tag. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Was ist geschehen? Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night? Yes. Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Okay. Gab es andere Besucher? Hmm. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Okay, dann gucken wir uns den Kerl mal an. Er hat leichte Falten, das heißt, er ist mittelalt. Er hat eine Arsch. Was? Hallo? Ah, okay. Krass. Also er hat eine Schnittwunde, das bedeutet, er schneidet sich die Haare selber und das heißt, er ist nicht verheiratet. Er hat einen gestärkten Kragen, das heißt, er ist penibel, okay. Glänzende Köpfe. Knöpfe natürlich, das heißt, er ist auch penibel. Manchester City, okay. Ist das eine Fußballmannschaft? Nee, keine Ahnung. Was haben wir da? Ein heute aufgegebenes Telegramm. Okay, können wir nochmal mit dem reden? These baths are becoming sinister. Okay, gut, was haben wir hier? Sudatorium. Und? The changing room. Okay, und hier ist der Ausgang, ja? Exitus. Und was haben wir hier? Frigidarium. Ja, natürlich, ein Frigidarium. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ja, ich weiß. Ich wollte aber erst gucken, was ein Frigidarium ist. Gut, dann gehen wir da noch eben rein. Das ist der Steam Room. Ne, das ist der Umkleideraum, ne? Ah, und die Türen hat er halt offen gelassen. Okay, ich verstehe. Wir gucken jetzt mal nach der Kleidung hier. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Ist der noch nackt? Clothes belonging to one of the suspects. Okay. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Und eine Champagnerflasche. Hä? Ein Weinetikett. Champagne. For a special occasion? Ja, scheint so.
Geschmolzenes Eis. An ice bucket to keep the champagne chilled. Oh, es gibt keine Mordwaffe. Ich habe da schon so eine Idee. Gut, war's das? Hm? Ah, Korken. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Okay. Gut. Hm, die Folge ist zu Ende. Wir werden uns in diesem Dampfraum in der nächsten Folge etwas umsehen. Hier haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen. Ja, und dann werden wir mal die Verdächtigen befragen und uns die Leiche näher angucken. Wir sehen uns. Ciao.